Die Illustrationen, welche nun bereits seit einiger Zeit meine Videos begleiten, sind von einer jungen Künstlerin namens Rada Krüger. Dabei sind die Bilder auch immer Einzelanfertigungen für das jeweilige Video. Wer mehr ihrer Werke oder ihres Tuns sehen mag oder Kontakt aufnehmen möchte, ein Link zu ihrer Webseite ist unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich an dieser Stelle erst einmal viel Spaß mit dem Video. Perversionen, wie auch die Neurosen, sind keine Abnormitäten menschlichen Seins. Vielmehr, und das ergibt sich aus psychoanalytischer Perspektive, sind sie allen Menschen gemein, stellen eher unseren psychosexuellen Ursprung dar. Die Herabsetzung der Perversen, so Otto Fennichel, wäre dementsprechend vielmehr eine gewisse Angst vor der Einsicht in die psychisch konstitutive Gleichheit, die eine mit den Perversen verbindet. Diese Gleichheit ergibt sich daraus, dass wir alle einmal Kinder waren und eben jene Entwicklungsposition durchlaufen haben, welche unter dem Begriff der infantilen Sexualität gefasst werden. Die Psychoanalyse Erwachsener und die direkte Kinderbeobachtung erweisen, dass Kinder sadistisch und masochistisch handeln, dass sie wie am grausamen, so auch am schmutzigen sexuellen Genuss haben, dass sie in genitaler wie in exkretorischer Hinsicht gern beschauen und beschaut werden, dass sie in ihrer Liebeswahn nicht auf ein Geschlecht beschränkt sind, ja, dass sie sich wie kleine Fetischisten benehmen. Das bedeutet, dass wir alle mit einer latent polymorph-perversen Grundstruktur ausgestattet sind. Wir sind fähig, pervers zu genießen, und wir haben es als Kinder auch, nur ist diese Weise oder sind zumindest viele dieser Weisen und besonders deren Stärke in der Ausprägung verdrängt. Was einst Perversion war, zeigt sich nun vielleicht als Vorlust. Dass man aber bei der perversen Position bleibe, erkläre sich dann aus den gleichen Aspekten heraus, welche auch die Neurose bedingen, beispielsweise Fixierung, beispielsweise Enttäuschung. Die Perversion wie auch die Neurose sind dahingehend ein Rückgreifen, so Fennichel. Daher hatte die Formel Freuds einen Sinn, die Neurose sei das Negativ der Perversion, nämlich eine entstellte Perversion, die durch die Abwehr beeinträchtigt, sich unkenntlich machen musste. Die Fixierungspunkte, aber besonders auch das Ich entscheiden dann darüber, ob eine Neurose oder ob eine Perversion entsteht. Dort, und das hängt eventuell auch von der Gesellschaft ab, wo eine vermeintlich entstellte Sexualität zumindest in einem gewissen Rahmen zugelassen werden kann, kann sich die Perversion befriedigen, sodass überhaupt keine Neurose notwendig wird. Die Perversion ist dahingehend keine Abnormität, sondern das einzig nicht verdrängte Überbleibsel einer früheren infantilen Begehrensweise. Die Fixierungspunkte und auch die Enttäuschung, welche eine dieser Formen der Befriedigung nicht aufgeben lassen wollten, sind dabei wohl verdrängt. Die Perversion zeigt sich damit in Form einer sogenannten Deckerinnerung, was Fennichel am Beispiel der Homosexualität versucht zu erläutern. Jeder Mensch hat in seinem Unbewussten auch homosexuelle Regungen mit im engsten Sinne sexuellen Zielen. Jeder Homosexuelle auch entsprechende heterosexuelle Regung. Die Sexualtriebe sind also bei ihrer Objektsuche nicht durch das Geschlecht so eingeschränkt, wie man gewöhnlich annimmt. Die Verlötung von Trieb und Objekt ist locker, die Geschlechtszugehörigkeit des Objektes von vornherein nicht so wichtig. Jeder Mensch, in diesem Fall jeder Mann, ist also auch latent homosexuell, was sich in bestimmten Situationen, in denen beispielsweise keine Frau vorhanden ist, zeigen kann. Besonders im Gefängnis wird eine solche Weise auch immer wieder deutlich beobachtbar. Aber es bringt uns auf den Gedanken, ob nicht alle Homosexualität ähnlich gebaut sein könnte, indem nur das Fehlen der Frau, das hier durch äußere Umstände bedingt ist, dort seine inneren Gründe hätte. Es könnte so sein, dass es für den Homosexuellen aus problematischen Gründen einfach keine Frau mehr gibt.
Die homosexuellen Männer weisen dahingehend nicht unbedingt eine bedeutendere Lust am Penis auf, sondern eher eine Angst vor der Vagina. Mit der Vagina wird die sogenannte Kastrationsangst verbunden. Der Kontakt mit ihr, so zumindest die unbewusste Fantasie, könnte einen im Sinne der Vagina dentata ebenfalls kastrieren. Auch der homosexuelle Mann hat sich nach der Enttäuschung am weiblichen Geschlecht mit demselben identifiziert. Aber was den Ausschlag darüber gibt, ob er homosexuell wird oder nicht, kann nur der Umstand sein, an welcher Stelle, in welcher Eigenschaft diese Identifizierung erfolgt. Dabei unterscheide Fenichel zwei Typen von Homosexuellen, wobei vermerkt sei, dass es deutlich wird, dass gerade in der Homosexualität, viel eher noch als in der Heterosexualität, Identifizierung mit dem Objekt von Bedeutung sind. Objektwahlen werden dabei im starken Maße durch Identifizierung ersetzt. Der erste Typus will sein ich-ähnliches Objekt so lieben, wie die Mutter ihn hätte lieben sollen. Der zweite Typus will vom Vater geliebt werden, wie die Mutter von ihm geliebt wird. Die weibliche Homosexualität, mit welcher Fenichel seine Erörterung schließt, funktioniere nach der gleichen Weise wie die Homosexualität des Mannes. Doch werde dabei deutlich, um wie viel archaischer die weibliche Homosexualität sei, da gerade bei der Frau die erste Liebe, also die Liebe zur Mutter, anders als beim Mann keine heterosexuelle, sondern eine homosexuelle Liebe sei. Doch auch der Ödipus-Komplex im Sinne des Peniswunsches und der Kastrationsangst zeigen sich wie beim Mann auch bei der Frau als zentraler Aspekt in der Manifestation der Homosexualität. Dem Gedanken des männlichen Homosexuellen, ich will nichts mit penislosen Wesen zu tun haben, um nicht an die Kastration erinnert zu werden, entspricht aber ein Gedanke der weiblichen. Ich will nichts mit penistragenden Wesen zu tun haben, um nicht an mein beschämendes Kastriertsein erinnert zu werden.